Moin! Wie ihr seht, ist das Feld noch nicht ganz fertig. Wir sind noch dabei. Beziehungsweise, ich sitze hier nur drin, der Helfer fährt eigentlich gerade den Mähdrescher. Denn ich bin ja eigentlich dabei hier beim Mähen. Beziehungsweise damit bin ich jetzt schon fertig. Ich werde jetzt die Schneidwerke wegbringen. Beziehungsweise das Frontschneidwerk lasse ich dran als Gegengewicht. Und dann werde ich das Ganze hier mal ein bisschen schwadern, wa? Aber ich glaube, man kann ganz gut die Sachen, die man hier später braucht, bei dem Kuhstall und so, zumindest ein paar Sachen kann man hier ganz gut an die BGA abstellen. Ah, jetzt habe ich das falsche Schneidwerk abgemacht. So. Oh. Ja. Bin gerade an der Schranke hängen geblieben. Ich mache aber auch immer Sachen noch einmal. Bist du schon wieder weg? Nee, ich bin noch da. Ah, okay. Weil so gar keine Reaktion kam. Ah, ich muss ja Internetbandbreite sparen. Achso, darfst nicht so viel reden, ne? Richtig. Ja, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich das hier mache, weil es hier so ein Dreieck noch ist. Ich kann ja schon mal ausfahren. So. Ach, dann fangen wir mal an hier zu schwadern. Ne? Ja, das war extra so gewollt. Ja, wegen diesem komischen Dreieck halt. So, jetzt fahre ich hier nämlich zurück. Und dann können wir die komplette Bahn da nehmen. So, und ab geht die Party. Die Schwader-Party. Ja, wofür ist das Schwadern gut? Ganz einfach. Wir sammeln jetzt auf 12,5 Meter Breite, also wir sammeln nicht, sondern wir schieben den Rasen von 12,50 Meter Breite zusammen auf eine schmale Bahn und fahren dann später mit dem Ladewagen drüber, der das Ganze dann einsammelt. Würden wir jetzt nicht schwadern, dann müssen wir sehr viele Bahnen fahren, bis wir das alles aufgesammelt haben von der Wiese hier. Und so sparen wir uns das Ganze ein bisschen. Jetzt haben wir zwar einen Arbeitsgang mehr, dieses Schwadern halt, aber sind trotzdem halt effektiver. Oder wie siehst du das? Also, ich muss sagen, beim Stroh würde sich das ja auch mal anbieten, ne? Ja. Solange der kleine Drescher fährt. Ja, da sind die echt ganz schön dicht beieinander, ne? Dann komme ich da, wenn ich hier fertig bin, komme ich mal rum mit meinem Schwader. Meine Ladewagen steht da ja auch noch, dann machen wir da erstmal das Stroh fertig.
Oder sammle ich doch erst das Gras ein, weil dann könnte das schon in die BGA. Ach, ist auch scheiße. Auf die 2 Minuten kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Ja, bis ich hier fertig bin. Ach, jetzt hat er den Server schon wieder. Ist er wohl schon mal wieder geflogen, weil das ist ja echt nicht schön mit seiner Dorfverbindung da. Jetzt wird das Bild gleich einmal wieder haken, weil er den wieder synchronisiert hier, der Server. Ja. Ja. Bist du sicher, dass du da wirklich hinziehen möchtest? Ich bin ja schon hingezogen, das ist ja das Problem. Ja. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, bevor du hier den DC hattest, wenn ich hier fertig bin, komme ich mit meinem Schwader vorbei. Och, achso, da steht gerade betritt den Server. Ich dachte, da steht schon wieder verlässt den Server. Komme ich mit meinem Schwader vorbei und bis ich hier fertig bin, ist der Mähdrescher wahrscheinlich auch schon fertig oder fast fertig. Das heißt, wir können schön zu zweit einer schwadert und einer fährt hinterher mit dem Ladewagen direkt. Das würde ja ganz gut aufgehen, denke ich. Ja. Wie weit ist der Drescher? Ja, ein paar Bahnen brauchen wir noch. Ja. So ein Geschwader hier. Oh, oh. Ich sag's ja, Meister der Flachwitze. Oh Mann, ey. Müssen wir wohl hier eine Flachwitzkasse mal einrichten. Ja, nee, da werde ich ja arm bei. Was sagt denn der Timer überhaupt? Achso, wir haben ja eben erst angefangen. Aber trotzdem nur noch 12 Minuten schon wieder. Naja. Das schaffe ich noch. Ah, also bei Skype steht bei mir schon wieder verbinden. Das heißt, hier werde ich auch gleich die Meldung kriegen, dass Luca den Server verlassen hat. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt in der letzten Zeit schlimmer geworden. Wir haben ja jetzt irgendwie 6 Folgen am Stück oder so aufgezeichnet. Das war am Anfang. Jetzt klingelt das. Das hat doch vorhin nicht geklingelt. Das war am Anfang nicht ganz so schlimm. Ach, ruft er mich jetzt gerade an? Nee. Ach, jetzt ist es doch verbunden. Hallo? Ja. Ah, Skype macht gerade komische Sachen hier. Ja, bei mir auch. Gut, alles klar. Das ist echt lästig. Aber ich habe das Gefühl, jetzt mit 2 Rechnern ist das noch schlimmer wie vorher. Ja, habe ich gerade schon zu den Zuschauern gesagt. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl. Oder jetzt Sonne ist weg draußen und alle Einwohner aus dem Dorf Internet. Ja, das kann vielleicht sein. Können die sich eine andere Beschäftigung suchen? Ist ja schlimm sowas. Ja. Die sitzen jetzt alle zu Hause und gucken sich unsere Let's Plays an. Das ist natürlich sehr gut möglich. Ja.
Es ist lustig, wenn er synchronisiert, hier steht das komplette Bild, aber die Kreisel von dem Schwader drehen sich weiter. Das ist immer ungünstig, beim Disconnect, der behält echt die letzte Lenkposition und Fahrposition. Wenn man dann immer noch mit Tempomat fährt. Ach so. Oh. Wo bist du jetzt gelandet? Nee, ich hatte gerade einen kompletten Lenkeinschlag gehabt und hatte mich halbwegs verknotet. Ah. Hat er mich überfahren, das gibt's ja nicht. Ja, man springt auch nicht vom fahrenden Drescher ab, das ist ja... Ich mach das, weil ich's kann. Das machst du bei... Na, hat er jetzt schon wieder Disconnect? Nee. Laut Skype nicht. Aber ich höre ihn nicht mehr. Ah, jetzt hat er doch den Server verlassen. Ja, das ist ja echt... Aber keine Sorge, wir versprechen Besserung. Wir kriegen das irgendwie in den Griff. Das ist jetzt auch erstmal die letzte Folge, die wir für heute aufzeichnen. Ja, mal gucken, ob es dann irgendwie besser wird die nächsten Male. Na, ich gehe mal weiter schwadern. Geh mal weiter schwadern. Ach so, da bist du ja wieder. Also es ist mit zwei Rechnern, würde ich sagen, schlimmer wie mit einem. Ja, im Moment hörst du dich auch gerade wieder an wie aus einer Blechbüchse. Muss noch mal eine Münze nachschmeißen, vielleicht geht's dann wieder besser. Ich disconnecte gleich mal Skype. Mal gucken, ob dann die Disconnects ausbleiben. Vielleicht frisst Skype einfach zu viel. Ja. Aber wir haben eh nur noch 7 Minuten. Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir das nächste Mal mit TeamSpeak probieren. Keine Ahnung, vielleicht geht das besser. Natürlich sein. Versuch ist es zumindest mal wert. Ja. Aber diesmal habe ich zumindest nicht den Drescher blockiert. Er ist weitergefahren. Ja. Habe ich gesehen. Aber müsste gleich schon wieder voll sein. Schnell hinterher. Das Rohr ist schon draußen. Oh, nee. Ja? Was denn? Glück gehabt. Ja, gerade wieder hatte ich ein Standbild. Oh, okay. Er ist schon wieder weg. Ich glaube, es geht schon wieder los. Jetzt blockiert er aber, glaube ich, den Mähdrescher. So wie das von hier aussieht. Ja, ich fahre den mal kurz beiseite. Ach nee, da ist er schon wieder. Aber so richtig auch noch nicht, glaube ich. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Es zeigt keine Reaktion. Ja, doch. Oh, doch. Aber ich disconnecte mich mal Skype, mal gucken, ob es dann besser läuft. Okay, alles klar. Dann muss ich mal alleine weiter moderieren hier. Kommentieren. Moderieren ist es ja nicht. Es ist ja eher ein Kommentieren.
Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie man in-game chattet. Ich frage ihn mal über Skype. Ach ne, er ist ja komplett... Ach ne, online ist er noch. So, ich habe ihn mal gefragt gerade. Ich hatte schon U ausprobiert, weil das in vielen Spielen U ist, aber das ist es leider nicht. I. Könnte auch ein L sein, ich bin mir nicht sicher. Ich gucke gleich mal. Oh, 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 oh. Hä? Ne, I ist... Bin ich jetzt bescheuert? Ach, das ist ein T. So. Das heißt, jetzt hört er mich ja nicht mehr. Jetzt kann ich ja ablästern, ne? Nee, er wird es ja in der Aufnahme hören. Nein, es gibt ja auch gar keinen Grund zu lästern. Aber die Möglichkeit würde technisch jetzt bestehen. Ja, den spadere ich hier nochmal ein bisschen hier das Stroh zusammen. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Aber nein, den Folgentitel hatten wir ja schon. Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Deine Mutter stinkt nach Fisch und woher ich es weiß, ja, ist halt so, ne? So, liebe Skype-Tante, dann spielen wir mal vor, was ich eben aufgenommen habe. Hey, ich war noch nicht Deine fertig. Deine Mutter stinkt nach Fisch und woher ich es weiß, ja, ist halt so, ne? So, liebe Skype-Tante, dann spielen wir mal vor, was ich... Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, ja, ich konnte meine eigene dann Stimme haben hören. Sie Skype richtig konfiguriert. Wenn Sie nur diese nach... Ist mit ein bisschen sehr, sehr hallig, glaube ich, oder? Also so Raumhall. Technisch hörte sich das fast so an, aber auf meinen Kopfhörern hört sich das jetzt nicht so an. Naja, wird schon irgendwie alles hübsch sein. Das wäre auch mal eine Idee. Mal gucken, wer noch so online ist, ob man da irgendwelche Spacken gerade anrufen kann. Spacken ist natürlich total liebevoll gemeint. Ruf jetzt die Mareike an. Mal gucken, ob sie rangeht. Aber sieht nicht so aus. Wäre ja auch ganz lustig. Einfach mal random Leute aus der Freundesliste anrufen. Hallo? Oh, hallo Mareike, hier ist Hightower. Du bist gerade live in meinem Let's Play. Warte. Ich hab dich gerade gesehen. Ha, hi. Ja, das war jetzt scheiße. warte kurz, ich werde gerade gekillt. Was spielst du denn gerade? Ich, lol. Ah, lol. Ja, ich spiele gerade den Landwirtschaftssimulator mit Jan Gerre zusammen. Okay. Und wir nehmen gerade ein Let's Play auf, aber der hat Probleme mit Skype und ist jetzt nicht mehr dabei. Und jetzt ist mir ein bisschen langweilig und ich weiß nicht, was ich so erzählen soll in der Aufnahme gerade. Und da dachte ich, ich rufe mal irgendwie random Leute aus meiner Kontaktliste an und dachte, ich rufe sie mal Mareike an, weil das ist ja auch so eine kleine Zockerin. Okay, das ist nett, aber ich habe halt gerade mit wem geskypt, okay. Okay, dann lass dich nicht weiter stören, dann lege ich mal auf jetzt. Okay. Viel Spaß noch und viel Erfolg bei LOL. Viel Spaß bei deinem Let's Play. Ja, danke, tschüssi.
Ja. Da ist auch der Timer abgelaufen. Denn, ach, jetzt wäre ich fast gegen den Baum gefahren. Okay, dann mache ich hier mal ein bisschen Platz. Ach, Spielkinder. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, so eine Scheiße. Ich wollte die doch bloß anfahren. Das ist jetzt blöd. Ah, jetzt, ja, eine Insel. Gut, ich sag tschüss, winke, winke, bye, bye und wir sehen uns und hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Mal gucken, ob wir das hier alles hinkriegen, technisch. Gut, bis dahin, tschüssi.